Der einzige Ort, an dem ein Taliban-Führer freizügig ist, ist offenbar Deutschland. Denn hier scheint Reisefreiheit für diese Personengruppe zu herrschen. Es gibt Neuigkeiten zu dem Taliban-Staatsbesuch. Also ein kurzes Update. Moin, ich bin David. Es geht los. Ich habe ein Video gemacht über den Auftritt eines Taliban-Führers in der Kölner DITIB-Moschee. Und mich erreichten einige Kommentare hier auf YouTube, aber auch auf X. Und das ist wirklich zum Haare raufen. Da waren Texte dabei wie, ja genau, versagt hat sie bei der inneren Sicherheit, unsere Außenministerin. Merkst du selber, ne? Oder, aber was kann jetzt Baerbock dafür? Ja, wir werden gleich darauf kommen, ob sie wirklich vollkommen unschuldig ist an dem, was geschehen ist. Und dann kam zum Beispiel noch etwas wie zum Beispiel, er ist Regierungsmitglied und darf ohne Visum in jedes Land, Klammer auf, WHO, Klammer zu, einreisen. Ich weiß jetzt nicht, was die WHO damit zu tun hat, ob ein Mann, ein Mensch, eine Person in Deutschland einreisen darf oder nicht. Aber er ist ja Regierungsmitglied und deswegen darf er nach Deutschland kommen, so wie er es möchte. Naja, zum einen wird die Taliban-Regierung von Deutschland nicht anerkannt und zum zweiten kann wirklich jeder Staatschef einfach so nach Deutschland einreisen? Ich bin mal gespannt, was passieren würde, wenn Präsident Wladimir Putin nach Deutschland einreisen würde. Ob dann auch diese Person sagen würde, natürlich darf jeder Staatschef hier einreisen. Ich glaube, wir würden einen kleinen internationalen Zwischenfall erleben, der für Deutschland, by the way, sehr schlecht ausgehen könnte. Aber bevor wir auf die Zuständigkeiten kommen, hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung, welchen Charakter dieser Besuch hatte. Die Bild schreibt das folgende. Dort verbreitete der Funktionär Taliban-Propaganda, erzählte Teilnehmern das Märchen vom prosperierenden und sicheren islamischen Emirat Afghanistan. Er bat um Spenden und für das Steinzeit-Islamisten-Regime und ließ es lebe das Emirat rufen, gefolgt von Allahu Akbar rufen. In seiner Heimat wurde der Auftritt als Schritt aus der internationalen Isolation der Taliban gelobt. Die Propaganda feierte ihn, als habe er in Deutschland einen Staatsbesuch abgehalten. Ja, kann ich mir bildhaft vorstellen. Und es ist wirklich unglaublich, dass die deutschen Behörden das Ganze nicht haben kommen sehen und das Ganze nicht verhindert haben. In dem letzten Video habe ich auch gesagt, dass die DITIB-Moschee das Ganze veranstaltet hat. Das ist so nicht richtig, denn die Moschee hat die Räumlichkeiten untervermietet an die afghanische Moscheegemeinde und diese hat das Meeting dann abgehalten. Aber zieht das die DITIB-Moschee komplett aus der Verantwortung? Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Aber kommen wir jetzt zu den Zuständigkeiten in diesem Staatsbesuch eines Taliban-Führers in Deutschland. Das Innenministerium hatte keine Ahnung. Der Verfassungsschutz hatte nichts auf dem Schirm. Und das Auswärtige Amt hatte, wie üblich, keinen Plan. Aber wie kam jetzt dieser Taliban-Führer nach Deutschland? Nun, das hat sich mittlerweile aufgeklärt. Er war an einer Tagung beteiligt in Den Haag, in den Niederlanden und diese war organisiert von der WHO oder eher irgendwas in Richtung Gesundheitsminister, was auch immer in Afghanistan ist. Und dadurch konnte er in den Schengen-Raum einreisen. Jetzt weiß ich nicht, ob er jetzt ein Schengen-Visum hatte oder einfach so über die offene Grenze gefahren ist. Also an sich ist es richtig, er konnte einfach über die Grenze fahren, auch wenn er es nicht durfte. Verwerflich ist wirklich, dass die gesamten Behörden diese Person nicht auf dem Schirm hatten und dort kein Auge drauf geworfen haben. Das ist etwas, was man durchaus den Behörden ankreiden kann. Also einmal kurz zusammengefasst. Sollte dieser Taliban-Führer über ein Schengen-Visum verfügen, was naheliegend ist, denn er war ja geladen zu diesem WHO-Happening in Den Haag. Mit diesem Schengen-Visum konnte er ganz legal nach Deutschland einreisen. Es sei denn, er steht auf einer Sanktionsliste, was ich eigentlich erwarte von einem Taliban-Führer, der Mitglied einer Regierung ist, die wir offiziell nicht anerkennen. Also stand er auf dieser Liste. Wer trägt jetzt die Verantwortung? Die Bild-Zeitung weiß einiges dazu zu berichten. Und tatsächlich, er steht nicht auf einer Sanktionsliste Deutschlands oder der EU. Ein Blick auf diese öffentlich einsehbaren Listen offenbart, um sie hat sich seit 2021
kaum jemand in Deutschland gekümmert. Also 2021, was ist dort passiert? Ach, warte mal, es war die Amtsübernahme von der Ampelregierung mit Kanzler Scholz und der Innenministerin Faeser und der Außenministerin Annalena Baerbock. Also es ist jetzt ganz offensichtlich, wer dort die Schuld trägt, oder? Wie kann es sein, dass solche Sanktionslisten einfach nicht mehr gepflegt werden? Es ist eine Kaskade des Versagens. Und wir dürfen hier eins nicht vergessen: die Inkompetenz des Außenministeriums hört dort auf, wo die Unfähigkeit des Innenministeriums beginnt. Und teilweise überlappen sich die beiden Zuständigkeiten und Unfähigkeiten. Das heißt, hier kann offensichtlich jeder rein und raus, wie er lustig ist. Und dabei ist es egal, ob er ein illegaler Migrant oder ein Führer des Taliban-Regimes ist. Es ist wirklich erschreckend, was in Deutschland möglich ist. Also was die Zuständigkeiten angeht, ist es glasklar. Der Kanzler Scholz ist verantwortlich für seine Minister. Die Minister sind verantwortlich für ihre ganzen Behörden. Das ist das Auswärtige Amt bei der Frau Annalena Baerbock und das Innenministerium bei der Frau Faeser. Beide Damen sind verantwortlich für all das, was in ihrem Zuständigkeitsbereich passiert. Und jetzt schreiben mir viele auf X, ich sei ein Hater, warum ich mir das rauspicke. Nun, ich bin durchaus gewillt, Nachsehen zu haben, wenn ein Minister einen Fehler macht, wenn er sonst wirklich korrekt arbeitet. Diese beiden Damen glänzen aber durch absolutes Versagen und deswegen kann man in solchen Fällen keine Nachsicht haben. Man kann auch keine Nachsicht haben bei Sachen, die die Sicherheit der Deutschen in Deutschland berühren. Da verstehe ich absolut keinen Spaß. Und deswegen finde ich doch, dass die Frau Baerbock dort Schuld trägt, dass die Frau Faeser dort Schuld trägt und dass Kanzler Scholz das Ganze zu verantworten hat. Deswegen gehört die Ampelregierung schnellstmöglich abgewählt. Jetzt solltest du unbedingt dieses Video gucken. Wir sehen uns drüben. Danke für deine Unterstützung. Bis gleich. Tschüss.